Ja, herzlich willkommen nochmal zur zweiten Pressekonferenz heute hier an der Säbener Straße. Ich darf begrüßen den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Uli Hoeneß und den Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Herr Rummenigge, ein Zusammenkommen in dieser Runde ist hier im Pressestüberl oder im Pressekonferenzraum sehr, sehr selten. Was ist der Grund dafür? Ja, der Grund ist relativ einfach erklärt. Wir haben uns am Montag, Uli, Hasan und ich, nachdem das Holland-Spiel da, von uns zur Kenntnis genommen wurde, wie und in welcher Art und Weise darüber diskutiert wurde, zusammengesetzt und einfach beschlossen, dass wir in diesem Stil das nicht mehr weiter akzeptieren werden. Ich glaube, was man da lesen musste, hatte ja eigentlich nichts mehr mit Kritik an der Leistung zu tun, sondern war eigentlich nur noch eine Abrechnung mit einzelnen Spielern. Und the trend is your friend, insbesondere natürlich Spielern von Bayern München. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich weiß nicht, ob der Fußball da eine Sonderrolle einnimmt oder ob für den Fußball da eine eigene Gesetzgebung von gewissen Medien zumindest sich erlaubt wird. Aber wir werden das bei Bayern München zumindest in dieser Art und Weise nicht mehr akzeptieren. Wenn ich über Manuel Neuer lesen musste, da muss ich offen und ehrlich sagen, dann fehlen mir eigentlich jegliche Worte. Ich möchte vielleicht in diesem Raum mal daran erinnern, dass Manuel viermal in Folge Welttorhüter, FIFA-Welttorhüter des Jahres geworden ist. Und ich meine, wir hatten bei Bayern München ja größte Torhüter. Uli und ich haben mit Sepp Maier zusammengespielt, das war ein super Torwart. Wir haben beide Oliver Kahn in seiner auch sehr großen Zeit hier erlebt. Aber ich glaube, ohne jegliche Übertreibung darf man wohl sagen, dass das, was Manuel als Torhüter, insbesondere auch nicht nur in den letzten Jahren, sondern auch, ich sage mal, als Spiel neu kreiert hat, glaube ich, darüber kann es und darf es keine zwei Meinungen geben. Oder wenn ich dann über unsere beiden Innenverteidiger, Jerome Boateng, Mats Hummels lesen muss, Altherrenfußball, dann kann ich eigentlich nur noch eins sagen, geht's eigentlich noch? Vor allen Dingen derjenige, der das dann noch kundgetan hat, der sollte sich vielleicht mal über seine eigenen Leistungen Gedanken machen. Und habe ja gerade gesehen, dass man bei dem Club dann auch noch einen 36-Jährigen gerade um ein Jahr verlängert hat. Aber es scheint offensichtlich, man sich überhaupt keine Gedanken mehr zu machen über Werte wie Würde und Anstand. Polemik scheint keine Grenzen mehr zu kennen. Das gilt für Medien, das gilt auch für Experten und das gilt vor allen Dingen auch für Experten, die mal bei diesem Club Fußball gespielt haben. Dasselbe trifft auch auf Frank Ribéry und Arjen Robben zu. Diese zwei Burschen haben ein Jahrzehnt lang dazu beigetragen, dass der FC Bayern heute in der Fußballwelt ein sehr strahlender und sehr leuchtender Stern am Firmament ist. Und vielleicht auch in diesem Zusammenhang möchte ich daran erinnern, die zwei haben alles gewonnen, was diese Fußballwelt zu bieten hat. Und wenn ich diese Altersgrenzen-Debatten lese, da muss ich offen und ehrlich sagen, ist die unverschämt, respektlos und polemisch, wie kaum etwas Zweites. Ich habe ja mal ein paar Jahre in Italien Fußball gespielt und ich muss offen und ehrlich sagen, vielleicht sollte der ein oder andere Experte oder auch Journalist mal den Blick über die Grenzen werfen, wie dort mit solchen hochverdienten Spielern umgegangen wird. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch daran erinnern, dass ja auch deutsche Medien den Transfer eines 33-Jährigen als größten Coup des Jahres gefeiert haben. Aber das ist alles okay. Aber dann bitte auch gleiche
gleiche Berichterstattung für alle. Ich möchte grundsätzlich es mal vielleicht auch über unsere Situation hier bei Bayern München sagen. Wir haben von 2012 an eine fast, muss ich sagen, sechsjährige Dauerparty hier feiern dürfen. Wir haben sechsmal in Folge die deutsche Meisterschaft gewonnen. Wir haben diverse Male den DFB-Pokal, den Supercup und als Höhepunkt Kirsche auf der Torte die Champions League, den UEFA Supercup gegen Chelsea und auch die FIFA-Club-Weltmeisterschaft gewonnen. Das ist einmal das volle Programm. Mehr kann man als Club nicht gewinnen. Und bitte auch das nicht vergessen, Deutschland ist 2014 Weltmeister geworden. Mit und auch dank vieler, vieler Spieler des FC Bayern. Vor 3 Wochen war die Welt bei uns ohne Frage noch sehr in Ordnung. Da haben ja sogar Journalisten darauf gewettet, dass auch in diesem Jahr der Titel eigentlich schon vergeben ist. Jetzt haben wir ohne Frage mal 4 Spiele erlebt, die allesamt uns auch nicht gefallen haben, weder vom Ergebnis noch auch von der Spielweise her. Aber ich glaube, es ist trotzdem kein Grund, dann einfach mit der Mannschaft, mit Spielern in dieser Art und Weise umzugehen. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Tag heute für den FC Bayern, weil wir Ihnen mitteilen möchten, dass wir uns das ab sofort nicht mehr gefallen lassen. Sie mögen viel Spaß daran haben, jetzt den FC Bayern endlich mal als Nicht-Tabellenführer zu sehen. Aber wir werden mit dem heutigen Tag diese herabwürdigende, hämische, faktische Berichterstattung nicht mehr bieten lassen. Zu Ihrer Information möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir gegen den Springer-Konzern in den letzten Wochen 2 Unterlassungserklärungen per Gerichtsbeschluss erwirkt haben. Eine weitere Abmahnung ist gestern zugestellt worden. Wir werden in der Zukunft auch es nicht nur bei der Unterlassungserklärung lassen, sondern auch Gegendarstellungen verlangen. Und der Höhepunkt, damit Sie auch da mal ein bisschen Fakten kriegen, weil Fakten, glaube ich, ist wichtig, dass man die Dinge an Fakten aufmacht. Es geht zum Beispiel um die falsche Darstellung im Zusammenhang mit der Kreuzbandoperation unseres Spielers Tolisso oder auch der Einschätzung des Spielers Sancho, der ja jetzt bei Borussia Dortmund spielt. Das alles sind Dinge, und ich sehe ja die geballte Macht da vorne in der ersten Reihe der Springerpresse. Meine Herren, fühlen Sie sich besonders angesprochen, weil bei Ihnen werden wir in der Zukunft etwas genauer die Dinge auch uns anschauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Mit dem heutigen Tag werden wir unsere Spieler, unseren Trainer und auch den Club schützen. Das ist das, was ich sagen sollte. Ich möchte vielleicht ganz zum Schluss noch sagen, damit es klar ist, wir suchen die Schuld für die vergangenen 4 Spiele und die Resultate, die ohne Frage nicht gut waren, nicht bei den Medien. Wer nicht gut spielt und verliert, der kann nicht erwarten, dass er gelobt wird. Aber es gibt einen Unterschied zwischen seriöser und fairer Berichterstattung, die durchaus auch kritisch sein kann. Wir wollen nicht gelobt werden, wie gesagt. Wenn wir verlieren, das erwartet kein Mensch. Aber wir wollen einfach eine Berichterstattung auf faktischer Natur haben. Wir werden ab sofort, wie gesagt, diese Dinge ansprechen. Wir haben auch, wie bekannt hier, eigene Kanäle, egal ob das FC Bayern TV, ob das soziale Medien sind. Wir werden Ross und Reiter in der Beziehung auch in der Zukunft nennen. Das ist das,
was ich zu dem Thema zu sagen hatte. Dankeschön, Karl-Heinz Rummenigge. Uli Hoeneß, muss der FC Bayern sich jetzt vielleicht den Vorwurf gefallen lassen, empfindlich zu reagieren, weil es sportlich gerade nicht so gut läuft? Nein, ich glaube, dass es einfach mal an der Zeit ist, dass der wichtigste Club in Deutschland sich mal klar positioniert, und zwar in dieser Einheit. Deswegen sind wir drei alle zusammen hier. Ich möchte ja auch noch ein Beispiel nennen, was mir aufgefallen ist in den letzten Wochen, was nichts mit dem FC Bayern zu tun hat. Die Art und Weise, wie zum Beispiel NTV mit ihrem Trio Infernale in ziemlich ahnungslosen wie Rolf Nieburg, Timo Latsch, Nico Holter den Jogi Löw versucht haben abzuschießen, das war widerlich. Der Höhepunkt war, dass, glaube ich, am Dienstag vor dem Spiel gegen Frankreich das Team eine Fernsehkamera zu einem Jugendtraining geschickt hat und 10- oder 12-jährige Jungs befragt hat, ob sie denn der Meinung sind, man müsse den Jogi Löw jetzt entlassen. Und was war natürlich die Antwort? Ja. Das ist respektlos. Das hat dieser Mann nicht verdient. Dieser Mann, dem wurden jetzt 10 oder mehr Jahre die Füße geküsst, inklusive von den Herren von NTV. Ich sehe die ja oft genug, obwohl ich den Ton oft abschalte, weil die Fakten aus der Börse sind besser. Aber so kann man das nicht machen. Oder ein anderes Beispiel, Herr Falk. Als Niko Kovac und Hasan Salihamidžić letzte Woche beim Basketball waren. Ich war ja in der ersten Halbzeit nicht da, als er und Nico begrüßt wurden. Ich weiß nicht, ob da 1, 2, 3, 5 Leute gepfiffen haben. Möglicherweise waren es auch die Türken. Aber was hat der Springer-Konzern gemacht? Er hat bei der Telekom nachgefragt, ob man die Sequenz der Pfiffe nicht haben könne, weil man sie auch bei Bild online stellen wolle. Das ist eine Frechheit. Das muss ich Ihnen mal sagen. Und das, was Karl-Heinz gesagt hat, kann ich hundertprozentig unterstreichen. Dieser Verein wird sich jetzt wieder zu einer Einheit in der Öffentlichkeit darstellen, wie Sie das lange Zeit nicht erlebt haben. Wir werden kritisch mit unseren Spielern, aber auch mit uns selbst, sehr kritisch umgehen. Wir werden alles hinterfragen, aber wir werden keine respektlose Berichterstattung weiterhin akzeptieren. Das ist eigentlich die Botschaft des heutigen Mittags. Dankeschön. Hasan, du hast mit zahlreichen heutigen Experten noch zusammengespielt, die dich und andere jetzt deutlich kritisieren in der Öffentlichkeit. Du hättest zum Beispiel kein Machtwort gesprochen. Wie kommt so eine Kritik bei dir an? Stefan Effenberg. Wissen Sie, Stefan Effenberg ist beim Fernsehen und ich bin beim FC Bayern. Meine Arbeit wird nicht nach Schlagzeilen oder öffentlichen Machtwörtern bezahlt. Und eine Mannschaft führt man nicht nach Symbolpolitik. Ich glaube, ich muss hier was klarstellen. Mir wurde vorgeworfen, dass ich mich nicht hinter den Niko Kovac öffentlich gestellt habe. Warum? Was soll das? Denn Niko steht bei mir nicht in Frage. Er weiß ganz genau, wie wir hinter ihm stehen. Und wir schätzen seine Arbeit. Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Die Bundesliga ist doch eine Dschungelshow. Das ist respektlos und unverschämt, was hier vor sich geht. Gut, was ist passiert? Wir haben einen richtig guten Start gehabt und dann kam der Leistungsabfall. Da war ich auch überrascht, aber da gehen wir mit unseren Spielern um und die wissen ganz genau, die gehen selber selbstkritisch mit sich um. Aber die Arbeit, das wird besser. Das wird besser und wir werden gewinnen. Wieder gewinnen. Aber die Arbeit eines ganzen Clubs sofort in Frage zu stellen, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wie die Spieler, wie negativ die Berichterstattung ausgefallen ist, wie unverschämt und respektlos. Ich war ersetzt, muss ich sagen. Und das hat unsere Mannschaft nicht verdient. Da werden wir uns gegen wehren und ich werde sie verteidigen. Aber richtig. Darf ich vielleicht noch einen Satz dazu sagen? Es kann doch nicht sein, dass
glaube, nach dem fünften Spieltag, als wir in Schalke gespielt haben und bis dahin außergewöhnlich gut gespielt haben, sowohl in der Bundesliga als auch im Supercup in Frankfurt, da hatte man das Gefühl, dass die Bundesliga schon entschieden ist, nach der Meinung der Medien. Jeder hat davon gesprochen, dass der FC Bayern jetzt außer Konkurrenz spielen solle. Der schlaue Herr Reschke hat gesagt, man müsse wieder Playoffs einführen, um die Bundesliga spannender zu machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn er das jetzt im Moment auch wieder äußern würde. Aber 14 Tage später, meine Herren, liebe Frau Neumann, 14 Tage später soll alles, was bis dahin überragend war, alles falsch sein. Karl-Heinz hat es vollkommen richtig gesagt. Natürlich sind wir nicht zufrieden mit dem, was in den letzten 14 Tagen passiert ist. Und wir werden darüber auch, oder haben schon und werden weiterhin intern diskutieren. Aber einen Verein führt man, und dafür sind wir zuständig, alle miteinander. Nicht, indem man alles in Frage stellt, grundsätzlicher Art, sondern dass man die Fehler analysiert und hoffentlich bald abstellt. Das zu dem. Und lieber Uli, zum zweiten Mal habe ich jetzt gehört, dass du den Juan Bernat so verherrlichst. Das Wohl und Wehe des FC Bayern hängt davon ab, dass wir Juan Bernat nach Paris verkauft haben. Ich sage dir mal eins. Als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden waren. Und an dem Tag ist entschieden worden, dass wir ihn abgeben, weil er uns fast die ganze Champions League gekostet hat. Und da hätte ich gerne danach mal deinen Kommentar gehört, was der für einen Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt. Ja? Und nicht immer so hintenrum. Und das Wohl und Wehe des FC Bayern München hängt nicht von Juan Bernat ab. Das müsst ihr endlich mal begreifen. Wir haben nach wie vor einen Kader von 16, 17 hochkarätigen Spielern. Und nach wie vor ist das größte Problem für unseren Trainer nicht, dass wir zu wenig gute Spieler haben, sondern dass die Spieler, die nicht spielen, dass die sauer sind. Und das ist auf die Dauer viel leistungstödlicher, als wenn du mal zum Beispiel einen Jungen oder einen anderen in den Kader nimmst. Denn ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwann mit 14 Spielern zum Bundesligaspiel gefahren sind. Dankeschön. Dankeschön für die Statements. Klar, wir wollen euch Möglichkeit einräumen, die eine oder andere Frage zu stellen. Uli, du vielleicht. Zwei Dinge zur Sache Bernat. Sage ich nur, Leon, es spielt ja kein junger Spieler dann hinten links, dort kommt, ist auch keiner im Kader, es kommt Leon Goretzka rein. Und zufällig war unser lieber Rafinha verletzt, das war die Problematik, ja? Ich habe nur gesagt, dass ein Spieler wie Juan Bernat, Außenspieler sind gefragt, der ist kein Weltklasse-Spieler, habe ich auch gesagt, aber durchaus ein sehr ordentlicher Bundesligaspieler, auch wenn das Sevilla-Spiel natürlich durchaus stattgefunden hat. Aber mir geht es auch um was anderes. Es geht nämlich genau darum, weil auch wir, glaube ich, spreche ich im Namen aller Kollegen, sehr erstaunt war, dass der FC Bayern, wo alles perfekt war am Anfang, plötzlich diese Delle gehabt hat. Und dann, so verstehe ich Journalismus, sind wir dazu da, versuchen Zusammenhänge zu erklären und wir recherchieren. Und wenn von Seiten des FC Bayern nach diesem Spiel gegen Mönchengladbach, was euer gutes Recht ist, keiner was dazu sagt, dann muss man natürlich das, was wir wissen, versuchen zu interpretieren. Und nicht mehr ist, sage ich jetzt mal, was ich zu verantworten habe, in unserem Rahmen getan worden. Da wird natürlich analysiert, wenn ein paar ausfallen, ist der Kader vielleicht nicht so besetzt, dass die Druck von hinten machen, junge Spieler und. Und nicht mehr und nicht weniger. Aber es steht euch ja frei, dazu Stellung zu nehmen. Nur, das hat nicht stattgefunden nach dem Gladbach-Spiel. Also müssen wir ja irgendwie unsere Arbeit machen. Aber das Problem gegen Mönchengladbach, damit zu begründen, dass wir Juan Bernat nach Paris verkauft haben, ist ja hanebüchen. Das ist doch hanebüchen, weil meines Wissens hat gegen Mönchengladbach links hinten David Alaba gespielt, ja? Und sonst gar nichts. Das habe ich ja nicht gemacht. Ja, zweimal hast du es gemacht. Darf ich ganz kurz auch da nochmal anschließen? Weil es ja eine Diskussion um diese Kaderzusammenstellung, Kaderbreite geht. Aber
Unabhängig von der Qualität jetzt von eines Juan Bernat geht es ja, so wie Sie selber sagen, auch Rafinha ist die einzige Alternative zum Beispiel auf den Außenverteidigerpositionen, hat sich verletzt. Das sind ja Dinge, mit denen muss man ja letztendlich in einer langen Saison und den Wettbewerben, wo Sie alle vertreten sind, muss man damit rechnen. Und deswegen glaube ich, ist es doch völlig normal und auch gerechtfertigt, eine Kaderstruktur, Zusammenstellung zu hinterfragen. Einen Außenverteidiger am letzten Tag, am Ende der Transferperiode abzugeben. Also ich sehe jetzt auch diese, es geht gar nicht darum, Bernat auf irgendeinen Thron zu setzen und zu sagen, was für ein toller Spieler ist, sondern es geht ja allgemein um die Situation, wie ein Kader zusammengestellt ist. Und das kann man doch analysieren und hinterfragen. Und das haben wir, glaube ich, in unserer Berichterstattung auch gemacht. Und ich bleibe dabei, dass der Kader, was die Außenverteidigerposition angeht, für eine gesamte lange Saison zu dünn aufgestellt ist. Wir lassen Ihnen Ihre Meinung und ich hoffe, Sie lassen uns unsere Meinung. Und am Ende der Saison setzen wir uns zusammen und dann diskutieren wir, wer recht hatte. Okay? Ja, aber den Fall haben wir jetzt schon mal gehabt. Am Ende der Saison setzen wir uns zusammen. Okay. Und wenn ich noch Uli eins klarstellen darf, nach dem Gladbach-Spiel gab es natürlich Einschätzungen. Ja? Überdies, das wisst ihr alle, wir übererfüllen unser Soll immer. Ja? Wir sind gar nicht verpflichtet, so viele Stimmen immer zu geben. Wir machen das immer, das wisst ihr alle. Also deutlich über dem, was gefordert ist. Und auch nach Gladbach hat es Einschätzungen vom FC Bayern gegeben. Der Reihe nach. Julian Wolf. Eine Frage an Herrn Rummenigge und Herrn Hoeneß. Die Leistung der Spieler haben Sie angesprochen und auch die Beurteilung dessen. Beispiel Manuel Neuer, der gibt es ja durchaus Fakten, die Sie ja auch wünschen zu hören quasi, dass er im Moment nicht die allerglücklichste Phase hat. Also das sieht ja jeder. Und es gibt ja mehrere gestandene Spieler, wo das ähnlich ist. Was ist Ihre Erklärung, dass in den vergangenen Wochen gerade dieses Gerüst nicht die Leistung gebracht hat, die erwartet wird? Ich glaube, man darf eins bei Manuel nicht vergessen, der war ein Jahr verletzt. Und jeder, der Fußball gespielt hat auf diesem Niveau, weiß, was es bedeutet, ein Jahr verletzt zu sein. Natürlich hat er gegen Augsburg bei dem Tor nicht gut ausgesehen. Natürlich hat er beim Tor am Samstag beim 1-0 gegen Holland nicht glücklich ausgesehen. Aber ist das ein Grund, einen solchen Mann auf mal in dieser Art und Weise in Schutt und Asche zu reden? Das ist das, was wir ganz einfach verurteilen. Dass es da einfach gar keinen Respekt, sondern einfach nur noch unverschämte, respektlose Kommentare gibt, die dann auch verbreitet werden, Land auf, Land ab, in dem Fall ja auch noch zusätzlich von einem Experten, der ja selber auf höchstem Niveau Fußball gespielt hat und der auch mal hin und wieder verletzt war und weiß, was es bedeutet, wenn man schwer verletzt war. Und Manuel war schwer verletzt. Aber wir haben bei Manuel überhaupt keine Sorgen. Überhaupt keine Sorge. In dem Zusammenhang muss man auch mal sagen, dass der FC Bayern sich immer dadurch ausgezeichnet hat, dass wir ziemlich familiär agieren. Und das Wort Dankbarkeit einem Spieler für das, was er geleistet hat, natürlich nicht bis zum St.-Nimmerleins-Tag, das spielt bei uns eine große Rolle. Und Ottmar Hitzfeld hat mir mal gesagt, wenn ein Spieler 6 Monate verletzt ist, dann braucht er etwa 6 Monate, um wieder die alte Leistungsfähigkeit zu bekommen. Manuel war über ein Jahr verletzt. Wir können natürlich nicht ein Jahr warten. Aber wenn der mal 4-5 Wochen nicht so gut spielt, wie wir uns das vielleicht alle wünschen, gibt es gar keinen Grund, den grundsätzlich in Frage zu stellen. Weil wenn du da anfängst, dann verlieren diese Spieler ihr Selbstvertrauen. Und das Selbstvertrauen ist in diesem Profigeschäft mehr als 50%. Und wir werden von unserer Politik deswegen nicht abgehen. Wie gesagt, es war nicht nur neu, sondern es gibt ja ein Gerüst, erwartet, die sind da, die wollen sich auf, wenn es nicht läuft. Und das ist, ich meine, die Frage nicht nur auf ihn bezogen. Also wir waren gegen Mönchengladbach auch nicht zufrieden, gar keine Frage. Da war dieses Aufbäumen nicht da. Darüber muss diskutiert werden, das wird kritisch hinterfragt, gar keine Frage. Aber das ist ja die Aufgabe von uns allen, speziell von den zwei Herren, das mit dem Trainer zusammen zu erörtern und möglichst bald besser zu machen. Machen wir noch 3-4 Fragen, bitte, Stefan Kumberger. Herr Rummenigge, Herr Hoeneß, jetzt haben Sie ja die Berichterstattung kritisiert und wehren sich gegen zu kritische Worte und auch die Wortwahl hat Ihnen nicht gepasst. Respektlos. Sie haben auch das Grundgesetz jetzt zitiert. Jetzt könnte man ja meinen, dass es in Deutschland durchaus Stimmen gibt, die gerade Ihnen beiden, die ja doch sehr wortgewaltig auftreten und die mediale Präsenz von Ihnen beiden nutzen, dass die sagen, die beiden sind ja auch gerne dabei, andere ja, respektlos zu behandeln oder doch mal mit sehr, sehr deutlichen Worten irgendwie in den Senkel zu stellen. Machen Sie ein Beispiel. Sie haben jetzt Mesut Özil vorgeworfen, er hätte Dreck gespielt. Und Ich hätte nicht Dreck sagen dürfen, sondern Mist. Herrn Bellarabi haben Sie vorgeworfen, das Foul wäre geisteskrank und so weiter. Das sind ja doch auch harte Vokabeln. Darf man jetzt davon ausgehen, dass Sie auch beide sich ein bisschen zurücknehmen? Oder wie sieht es in Zukunft aus?
Es sieht dahingehend aus, dass wir grundsätzlich, wenn despektierliche, respektlose, unverschämte Kritik an unseren Spielern und unserem Trainer geäußert wird in der Öffentlichkeit, wir einschreiten werden. Auch bei Spielern. Ansonsten werden wir Kommentare geben, wenn es notwendig ist. Aber ich muss auch offen und ehrlich sagen, irgendeiner, ich glaube von der TZ, hat ja geschrieben, dass ich seit 2 Wochen keinen Kommentar von mir gegeben habe. Ich muss offen und ehrlich sagen, ich gehe eigentlich immer dann an die Öffentlichkeit, wenn ich das für notwendig halte und lasse mich von niemand motivieren oder gar nötigen. Im Übrigen, Herr Jonas heißen Sie, glaube ich, sagen Sie Ihrem Kollegen, Paste and Copy bei der Bild-Zeitung wäre dann doch nicht die Erfüllung eines Jobs. Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, der Unterschied zwischen einem Kommentar, den ich direkt nach einem sehr emotionalen Spiel mache, und Ihren Kommentaren, die Sie möglicherweise in aller Ruhe am nächsten Tag oder übernächsten Tag schreiben können, ist natürlich ein großer Unterschied. Manchmal, das gebe ich auch zu, aber will ich mich auch gar nicht so strangulieren, ist man unmittelbar nach dem Spiel ziemlich emotional und aufgeregt. Das Wort geisteskrank hätte ich zum Beispiel nicht sagen sollen. Das war total übertrieben. Aber meine Meinung zu Mesut ist klar, die ist eindeutig. Ich wollte mit einer ziemlich überspitzten Formulierung das Thema auf den Sport reduzieren. Verstehen Sie? Ich wollte den Leuten sagen, hört's doch endlich auf, von Rassismus, von Migrationsproblemen zu sprechen, sondern es zu reduzieren auf das, was es eigentlich sein sollte. Nämlich die Diskussion, ist einer gut genug oder nicht? Und ich habe das für mich so beantwortet. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin. Florian Kienast. Herr Rummenigge, da Sie gerade vorhin, wie ich also auch gesagt, die Würde des Menschen angesprochen haben und das Grundgesetz, können Sie vielleicht einfach mal ein paar Beispiele geben, außerdem, was Sie vorher genannt haben, diesen Altherrenfußball, den Boateng und Hummels vorgeworfen wurde. Also was ist für Sie despektierlich, was ist polemisch, was ist respektlos? Können Sie da einfach noch ein bisschen konkreter werden? Wenn zum Beispiel falsche Fakten verkauft werden. Falsche Fakten werden kontinuierlich verkauft, nicht von allen, ich will da auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber in einer gewissen Kontinuität, insbesondere doch von gewissen Verlagen. Und ja, meine, wir haben gestern wieder eine Mail gekriegt von dem Herrn Kessler von der Bild-Zeitung, der an Hasan Salihamidzic Adresse ging, ob es gehe das Gerücht um, wir würden keine Physios, keine Fitnesstrainer oder was bei den Spielern, ob er das bestätigen könnte. Die Frage ist ja, glaube ich, auch schon unserem Trainer heute hier in der vorherigen Pressekonferenz gestellt worden. Das sind alles unwahre Fakten. Und es wird einfach im Moment natürlich schon ein bisschen der Eindruck vermittelt, man will uns ein Stück runterziehen, nachdem wir eben über eine gewisse lange Zeit da oben geschwebt haben, dass dieser Moment wunderbar genutzt werden soll, um den FC Bayern wieder auf Normalmaß zu stutzen. Was mir am meisten auf die Nerven geht, soll ich Ihnen sagen, was das ist, dass nur noch gedealt wird. Es wird nur noch gedealt zwischen größtenteils Beratern und Verlagen, um Internas aus diesem Bereich hier zu kriegen. Oder es ist ja nicht nur bei Bayern München so. Und dann wird im Prinzip dafür als Gegenleistung gelobt und was weiß ich und alles. Das ist das größte und das eigentlich für mich größte Problem, muss ich sagen, in der deutschen Medienlandschaft, dass nur noch gedealt wird. Gib du mir was, dann wirst du dafür gelobt. Oder wenn er das nächste Mal schlecht spielt, wird er weniger hart kritisiert und alles. Das ist eine Unart, die hier in Deutschland langsam um sich greift. Und ich muss offen und ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich in dieser Zeit damals nicht gelebt habe, als diese Unart eben so gelebt wurde. Oder noch ein kleines Beispiel. Finden Sie es in Ordnung, wenn ich von meinem Büro aus dem Training ganz sauber zuschaue, dass dann der Eindruck erweckt wird, weil man ja gerne den Trainer mal anschießen will in dieser Zeit, dass ich ihn jetzt kontrollieren will? Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Wenn ich ihn kontrollieren wollte, dann würde ich heimlich da irgendwo mir ein Video besorgen von unserem Training. Aber indem ich ganz offen an meinem, ich bin ja breit genug, an meinem Fenster mich zeige, da kann man ja nun wirklich nicht implizieren, als würde ich ihn jetzt kontrollieren wollen.
Ich möchte nur ganz kurz bei Ihrem Beispiel der Rummenigge, weil Sie gesagt haben, der Herr Salihamidžić Kalucic hat eine Mail bekommen. Ich denke, das ist ja eigentlich ein ganz normaler journalistischer Vorgang, dass man einen Sportdirektor um die Stellungnahme zu einem Verdacht oder einem Gerücht bittet und ihm die Möglichkeit gibt, sich dazu zu äußern. Wir haben uns nicht dazu geäußert. Damit ist die Frage ja dann auch beantwortet. Aber es werden ja sehr viele Mails geschickt mit Fragen, die einfach ein Witz sind. Verstehen Sie, es werden ja auch Geschichten kreiert. Aber die letzten beiden Fragen einmal. In den TV-Sendungen wird doch immer der Eindruck vermittelt, man sehe es eigentlich da drüben in der Kabine in der ersten Reihe und gar nicht mehr in der zweiten Reihe und alles. Da wird ja eine Politik betrieben, die unsäglich ist. Ja, und der Protagonist sitzt ja hier ganz in der ersten Reihe, der in jeder Sendung groß auftritt. Wir wissen ja immer, wir haben unsere Informationen und alles. Da lache ich mich tot. Da lache ich mich tot, muss ich klar und deutlich sagen. Und das ist etwas, was wir uns nicht mehr gefallen lassen in der Zukunft. Das muss klar und deutlich, ist es hier und heute angesprochen, ganz klar. Du hast dich lange gemeldet, Christian Falk. Also, wenn Sie mich gemeldet haben, dann möchte ich auch nochmal klarstellen. Ich finde, wenn unser Reporter bei Ihnen nachfragen, kann man Ihnen das nicht vorwerfen. Das ist Recherche, es wurde auch nichts dazu geschrieben. Sie haben nicht geantwortet, wie auf viele Anfragen. Aber dass die Journalisten nachfragen, finde ich, sollte man nicht vorwerfen. Und die Frage ist eigentlich an Hassan. Hassan, es wurde ja über Sancho gesprochen, von den Rummenigge thematisiert. Würdest du denn bestreiten, dass du dich mit dem Spieler befasst hast, dass du dich mit dem Berater getroffen hast? Und falls das stimmt, dann klär uns doch auf, warum ist denn der Transfer dann nicht zustande gekommen? Also wir sollten, ich beantworte die Frage jetzt mal, weil ich hier Zeitzeuge bin. Wir haben Ihnen die Antwort durch unseren Medienanwalt zukommen lassen, dementsprechend ist die beantwortet. Ja? Die ist beantwortet, Herr. Wir machen hier jetzt keinen Kleinkrieg, der Ihnen gefallen würde, damit Sie am nächsten Mittwoch wieder eine Geschichte haben. Sie kriegen, wie gesagt, wenn Sie es noch nicht haben, kriegen Sie Post von unserem Anwalt und dementsprechend... Sie brauchen ja nur abzuwarten und wenn Sie recht haben, brauchen Sie die Unterlassungserklärung nicht abzugeben und wir alle hier oben sind hundertprozentig überzeugt, dass wir dieses Ding gewinnen werden und wir lassen es drauf ankommen. Ja. Wenn dir das deine Quelle gesagt hat, dann musst du die Quelle kündigen. Damit beschließen wir jetzt, glaube ich, die Fragerunde, sonst geht das zu sehr ins Detail. Ich hoffe, dass viel rübergekommen ist, angekommen, verstanden, wie auch immer. Und danke den Herren für die Auskünfte. Nee, wir können es nicht. Wir sind so und so viele Fragen jetzt noch. Also es ginge ewig weiter. Bitte akzeptiert es. Nein. Danke. Danke fürs Kommen. Danke. So, ein Herr. Danke.